Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Grund, warum ich im Studium relativ oft nur Nudeln mit Ketchup oder Maggi gegessen habe. Und zwar das Thema Equipment. Ich habe einen Großteil meines Lebens immer wieder damit verbracht, auf irgendwelche neuen Equipment-Sachen hinzusparen. Und auch aktuell habe ich so ein, zwei Sachen im Kopf, die ich noch gerne hätte. Zudem ist es auch der Grund, warum man mir nie was schenken kann, weil alles, was ich gerne hätte, kann ich von den Steuern absetzen. Der liebe Andronikus Hamburg hat mich darauf angesprochen in einem Kommentar, was ich denn für Equipment benutze bzw. was mein Lieblingsequipment ist. Ein Teil davon findet ihr übrigens auch immer in der Infobox, da habe ich ein paar Sachen verlinkt. Und wir gehen heute nochmal drüber, was ich denn so fast immer oder fast bei jedem Auftrag benutze. Los geht's mit der Kamera. Ich nutze die Canon R5 und die Canon R5C. Um zu videografieren und fotografieren, die R5C benutze ich meistens für Videos. Manchmal, wenn ich zwei Kameras brauche, benutze ich auch den Fotomodus. Sonst nutze ich aber lieber die R5 zum Fotografieren. Die ist einfach ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher. Und ich habe das Gefühl, ich komme damit einfach besser zurecht, wenn es nur ums Fotografieren geht. So weit zu den Kameras, ziemlich unspektakulär. Ich hatte auch noch die R6, aber die benutze ich jetzt kaum noch und die habe ich auch schon weitergegeben. Zu den Objektiven. Also wie ich hier auf diesem Kanal schon ungefähr 1000 Mal gesagt habe, ist mein Lieblingsobjektiv das 85er 1.2 von Canon. RF-Objektiv, super Objektiv, stellt den Hintergrund super frei. Ich bin einfach nach wie vor ein riesen Fan davon, gerade bei Events und bei allem, wo man nicht so richtig den Hintergrund planen kann. Ist das Objektiv einfach perfekt, weil man Leute so gut freistellen kann und es sieht einfach alles direkt professionell aus, wenn man einfach einen unscharfen Hintergrund hat, gerade in wuseligen Situationen. Dann, weil ich ja auch viele Hochzeiten fotografiere, ist natürlich auch das 28-70-2.0 dabei. Zunehmend immer öfter, weil ich ab und zu auch Spaß habe, weitwinkliger zu fotografieren, auch Porträts. Und die beiden in Kombination sind immer meine Hochzeitskombination, funktioniert super gut. Falls Canon irgendwann mal in ferner Zukunft das 35mm 1.2 rausbringen sollte, werde ich auch nochmal versuchen, eine Hochzeit mit 35mm und 85mm zu fotografieren. Das habe ich früher als mal gemacht mit 135 und 35. Und ja, mal schauen, was da passiert. Bis dahin werde ich auf jeden Fall das 28-70 nutzen. Gut, das war's zu den Kameras und den Objektiven und der ganze Kladderadatsch außenrum kommt jetzt. Also man wirft mir ja öfters mal vor, dass ich mit meinem Equipment nicht so 100% vorsichtig umgehe. Was bis zu einem gewissen Grad auch stimmt, das sieht man sehr gut an meinem Gimbal. Das ist schon komplett zerbeult und zerkratzt, aber ich finde einfach, Equipment muss es aushalten. Das muss ich mal kurz ins Auto reinwerfen können. Das muss einfach funktionieren. Und deshalb bin ich auch ein riesen Fan von meinem Gimbal, dem Ronin S. Also das erste, glaube ich, das ganz normale Ronin S. Ich weiß gar nicht, ob man das noch kaufen kann. Sieht mittlerweile auch komplett zerbeult aus, aber das hält den ganzen Tag. Es funktioniert den ganzen Tag, es hat so ein bisschen so einen Militärfahrzeug-Charme. Deshalb mag ich es auch total gerne, es ist einfach so unzerstörbar und ich benutze es super oft. Ich habe zwar mit der Fotografie angefangen, aber zunehmend mache ich ja immer mehr Videosachen und auch für Kunden mittlerweile Videosachen, kleinere Projekte. Und da braucht man ja ab und zu auch mal Ton und da bin ich ein Riesenfan von den Rode Go's. Ich habe mittlerweile auch die Rode Go 2, aber die funktionieren auch ganz gut. Das sind ja einfach ein Sender und ein Empfänger. Stecke ich kurz an die Kamera an, höre kurz rein, fast immer richtig gut. Also klar, ich bin jetzt kein Audiotechniker, aber ihr hört es ja, es ist absolut in Ordnung, finde ich. Es ist einfach ein einfaches System, jeder checkt es, man kann es benutzen und die Qualität ist trotzdem so viel besser, als wenn man jetzt einfach kein Mikrofon benutzen würde. Also die kann ich empfehlen, die machen mir richtig Spaß. Weil mir dieser Block so visuell nicht so ganz gut gefällt, mache ich meistens noch ein Lavalier-Mikrofon dran, das ist auch von Rode und ja. Wie sich das anhört, könnt ihr ja hier hören. Eine weitere Sache, die ich eigentlich immer in meiner Kameratasche habe, sind diese kleinen Lichter von Aperture. Die sind eigentlich noch relativ hell, sind gerade in dunkleren Situationen super praktisch. Was ich jetzt auch echt schon oft gemacht habe, ist gerade bei Hochzeitstänzen, weil ja gerne die Leute alle Lichter ausmachen und dann vielleicht eine Kerze oder eine Wunderkerze da halten, da sehe ich natürlich nichts. Und dann gebe ich einfach so random einem Gast das Ding in die Hand und sage so, leuchte mal dahin. Manchmal bin ich sogar fancy und mache so die Party-Version an, wo sich das Licht ändert. Und dann habe ich wirklich abgefahren gutes Licht, kann es schön fokussieren, weil ich eine Lichtkante habe oder Licht im Gesicht, ohne dass der komplette Raum hell ist. Und wenn man Videos macht, funktioniert das natürlich auch. Ist auch ganz gut, wenn noch jemand dabei ist, der Videos macht und ein bisschen Licht da ist. Die kann ich empfehlen und wenn es dunkel ist, also mega gut. Natürlich könnt ihr damit kein Set ausleuchten, weil es immer noch ein kleines Licht, aber praktisch. Und übrigens,
haben die hinten so Magnete und das heißt, man kann die auch überall dran klatschen. Letztens haben wir das auch als Zeltlicht missbraucht, weil da eine Stange in der Mitte stand und man konnte es einfach dran magnetisieren. Sehr gutes Produkt, finde ich. Macht mir richtig viel Spaß, ist auch schon ziemlich abgenudelt, wie so alle möglichen Sachen von mir. So, damit hätten wir schon die Standardsachen und dann möchte ich euch noch ein paar Sachen zeigen, die ich nach und nach so dazu gekauft habe, aber wo ich nie bereut habe und super froh war, dass ich sie hatte. So, zum Beispiel das Thema Small Rig. Also ihr könnt praktisch wie so ein Gehäuse für eure Kamera kaufen und daran kann man dann alles Mögliche festmachen. Das hat auch ganz viele Löcher außenrum. Ich habe das jetzt hier an meiner R5C dran und ich kann damit alles Mögliche machen. Ich kann zum Beispiel eine Powerbank dran machen und dann unendlich lange drehen. Also unendlich lange nicht, aber sehr lange drehen. Ist vor allem dann praktisch, wenn ihr die Kamera auf dem Gimbal habt und dann ewig braucht, um den Akku zu wechseln. Und gerade bei R5C saugt euch die Dinger so schnell leer. Deshalb Small Rig kann ich empfehlen. So eine Klemme kann ich empfehlen und damit könnt ihr dann auch eure fette Powerbank dran machen. Also die ist jetzt relativ dick, hat 25.000 mAh und damit kann ich aber wirklich ein paar Stunden mit der Kamera drehen und das ist wirklich extrem praktisch. So, wenn man dann so Schraubsachen und Gedöns hat, würde ich auch empfehlen, ich konnte damit schon ein paar Mal die Situation retten, so einen kleinen Werkzeugkoffer zu haben. Also ich habe jetzt hier meine alte DJI-Tasche genommen. Hier wird ja nichts weggeschmissen. Ich habe da zum Beispiel eine ganze große Auswahl an verschiedensten Imbusschlüsseln dabei, weil man weiß ja nie, wann man mal welchen Imbusschlüssel braucht oder wann man beim Dreh irgendeine Gardinenstange oder sonst irgendwas abschrauben muss. Da ist es immer praktisch, wenn man einen Imbusschlüssel oder Variationen davon dabei hat. Und dann habe ich auch zum Zuschrauben so einen kleinen Schlüssel, wenn ihr irgendwas unten an der Kamera festmachen müsst, dann funktioniert das hier auch ganz gut. Und hier eben so ein paar kleinere Kabel und Gedöns. Und was auch immer ganz praktisch ist, sind zum Beispiel so Schrauben, mit denen man Schnellwechselplatten festmachen kann. Die verliert man auch gerne mal. Und da habe ich immer ein paar Ersatzschrauben dabei. Das ist so ein bisschen was Besonderes. An der Stelle gehört natürlich auch immer Klebeband dazu. Das würde ich jetzt aber nicht als Equipment bezeichnen, sondern egal, wo ihr hingeht, nehmt bitte einfach Klebeband mit. Man weiß nie, warum. Man weiß nie, wann man es braucht, aber man braucht es eigentlich immer. Dann habe ich natürlich auch jetzt durch das Filmen natürlich auch immer mehr ND-Filter dabei. Was ich an der Stelle auch empfehlen kann, ist, schreibt drauf, was drin ist. Dann findet man es auch schneller. Und wenn man so einen ganzen Koffer voll hat, ist es eigentlich ganz praktisch. Da muss man den nicht aufmachen und gucken, sondern steht direkt drauf, weil bei ganz vielen Packungen steht es eben nicht drauf. Und ein ganz, ganz tolles Equipmentstück von mir ist mein geliebter Bollerwagen Rolli. Mit dem fahre ich nämlich gerne mal in der Stadt rum, wenn ich irgendwie einen kleineren Dreh habe oder ein kleineres Fotoshooting und nicht alles tragen will und auch nicht mit dem Auto fahren kann oder möchte. Und damit kann man sich emissionsfrei in kürzeren Strecken hin und her bewegen, kommt überall hin und es ist super praktisch und ich kann wirklich, also ich kann, was weiß ich, 40 Kilo easy peasy ziehen, ohne dass es mich irgendwie stört. Ja, der Rolli ist wirklich mein treuer Begleiter. Was ich auch gerade anfange übrigens, ist auf alles, was mir gehört, so kleine goldene Punkte zu kleben. Dass wenn ihr mal unterwegs seid mit anderen, dass ihr direkt seht, was gehört mir und was gehört nicht mir. Und man nicht nachher verwirrt ist, was wem gehört und alles durcheinander ist. Habe ich das jetzt überall draufgeklebt? Nein, noch nicht. Hatte ich genau deshalb Probleme, weil ich dann doch nicht wusste, ob was von mir ist oder nicht? Ja, hatte ich. Aber ich lerne jeden Tag Neues. Das war's zu meinem Equipment. Sicherlich gibt es noch mehr Sachen, die mir immer wieder Freude bereiten. Und gerade Kameragurte habe ich jetzt aber neu bestellt. Letztens ist mir eine aufgegangen und meine Kamera ist runtergeflogen. Das war nicht so cool. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Produkte findet ihr, sofern man sie noch auf Amazon bestellen kann, in der Infobox. Das sind Affiliate-Links. Falls da jemand was kaufen würde, würde ich eine Beteiligung bekommen. Die Links gibt es aber schon die ganze Zeit und es hat noch niemand was gekauft. Also keine Sorge, ich werde nicht reich und berühmt mit diesen Links. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Videoideen, die euch interessieren würden oder so irgendwas in der Art, bitte, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich versuche alles aufzunehmen und alles abzuarbeiten. Und bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!